Im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Das ist sehr schön, wie Jesus die Mission vorbereitet. Er sucht 72 andere Jünger. Also das ist, sind schon sehr viele. Und er schickt sie zu zweit und zwei. 72 geteilt durch zwei, wenn ich richtig rechne, sind 36. 36 so kleine Mannschaften schickt er voraus. Und sie sollen das Kommen Jesu ankündigen. Sie sollen sagen, Jesus kommt. Das Wichtigste, was sie sagen sollen, ist, das Reich Gottes ist unter euch. Und sie sollen es auch denen sagen, die Jesus nicht aufnehmen, sollen sie auch sagen, ja, wenn ihr uns nicht aufnehmt, wir schütteln den Staub, wir lassen euch auf den Staub, dann bleibt bei eurem Staub. Aber ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nah. Also das ist das Herz Jesu. Er will den Menschen nah sein, er will auch denen nah sein, die rebellieren. Er sagt, ihr sollt es auch wissen, auch wenn ihr mich nicht annehmt oder jetzt noch nicht aufnehmt. Jesus setzt seine Jünger nicht unter Druck und sagt nicht, ihr müsst so und so viele Leute gewonnen haben, ihr müsst ein Resultat haben. Er sagt, einfach betet für die Kranken, treibt böse Geister aus, tut das, was ich getan habe, verkündet das Evangelium, ob es hier sein Resultat hat oder nicht. Ihr sät und was ihr gesät hat, ist gesät. Ja, wenn es in Dornen gefallen ist, wenn es nicht aufgenommen wird, wenn es auf harte Herzen gefallen ist und deswegen nicht wachsen kann, wenn es auf den Boden fällt, die Vögel nehmen es weg, das ist jetzt nicht euer Problem. Manches wird auch in gute Herzen fallen, auf guten Boden fallen. Und nicht zu vergessen, was Paulus sagt, und Gott ist es, der das Wachstum gibt. Nicht wir Jünger können jemanden zwingen und sagen, du musst glauben, du musst dieses, du musst jenes. Wir sehen das Wort Gottes, wir kündigen Jesus an, wir kündigen den an, der die Wahrheit ist. Und die Menschen, sie reagieren dann auf die Wahrheit, sind eingeladen auf die Wahrheit, also auf Jesus. Nicht auf eine Theorie, nicht auf Glaubenssätze, sondern auf eine Person zu reagieren. Und das ist für uns alle, auch wir, die wir verkündigen, ist das die erste Herausforderung. Bin ich bereit, auf Jesus zu hören, seine Wahrheit zu hören, seine Wahrheit für mich anzunehmen und auch seine Wahrheit weiterzugeben? Das ist eigentlich unsere Verantwortung. Es ist also nicht in unser Belieben gestellt, was wir verkündigen, sondern das Reich Gottes sollen und dürfen wir verkünden. Bitten wir den Herrn, dass wir sein Reich nicht nur mit dem Mund, nicht nur mit Worten verkünden, so als ob es Gedanken sind, Ideen sind, ein politisches Programm oder was auch immer, sondern verkündigen wir es so, dass die Menschen spüren, Jesus will kommen, Jesus ist real. Und so mögen wir uns vom Herrn führen lassen, auch aufbauen, wenn nötig auch korrigieren lassen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.